Hallo, heute eine Vilesco D24EL Dampfmaschine. Ihr könnt sie sehen, sie läuft schon an. Ein etwas älteres Modell, 60er, 70er Jahre müsste die sein. Auf jeden Fall hier noch die alte Pfeife. Wieder die alte Pfeife, das alte Ventil, die alte Pfeife mit dem Gewicht. Das Ganze montiert auf einer massiven Holzplatte und hier auch gerade in Betrieb, Baudruck auf, funktioniert. Läuft an, bewegt was. Ich habe jetzt hier die Räder nicht richtig angestellt, deswegen würde die Lampe dort nicht laufen. Ich mache aber gleich auch nochmal ein Foto, auf dem zu sehen ist, dass die Lampe funktioniert. Hier jetzt mit den ganzen Geräten dran natürlich auch ein bisschen Last für die Maschine. Wir lassen sie noch einmal nur die Maschine laufen. Können sehen, die Maschine läuft und funktioniert. Sie hat noch die blaue Gehäuseverblendung, die alten Bagalit-Rädchen. Ich glaube, was man hier auch sehen kann, also klar, die Maschine ist schon deutlich älter. Sie hat einen leichten Dampfverlust. Also in dem Moment, wo der Zylinder hoch und runter geht oder rein und raus geht, kommt ein bisschen Dampf nach vorne raus. Das sollte in dem Umfang nicht so sein. Die Maschine ist aber halt auch schon ein bisschen älter und wird schon einiges an Betriebsstunden gelaufen haben. Ich hoffe, man kann es hier auch sehen. Grundplatte scheint mal nachlackiert worden zu sein. Das ist nicht mehr ganz die originalblaue Vilesco-Beschichtung, aber wurde sehr schön, sehr ordentlich gemacht. Kann aber in kleineren Details sehen, dass die Maschine auch wirklich schon das eine oder andere Jahr drauf hat. An Antriebsmodellen ist dabei eine große Transmission, eine Exzenterstanze, ein Dynamo, ein Fallhammer und der Bohrer. Ein bisschen Zubehör ist noch dabei, eine nachgedruckte Bedienungsanleitung, ein Trichter dazu, ein bisschen Öl, ein paar Antriebsspiralen in Reserve, ein paar Dichtungen. Von der Unterplatte gibt es auch nochmal ein Foto, das packe ich auch nochmal mit rein. Ja, aufgrund des Alters der Maschine und allgemein wird sie ausdrücklich als defekter Bastelartikel verkauft. Ihr habt gesehen, sie läuft. Auch hier auch einmal von unten. Hoffentlich kann man es ein bisschen sehen, aber es ist trocken, es ist dicht, der Kessel ist dicht. Das läuft alles, das funktioniert. Ist wirklich ein schönes Maschinchen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, wie immer, sehr gerne stellen. Ansonsten hoffe ich, dass sich jemand findet, der dieser Maschine ein schönes Zuhause bietet und viel Spaß mit ihr haben wird. Vielen Dank.